Die Wiener Finanzpolizisten planen eine Großkontrolle von Barbershops. Ihnen liegen Beschwerden von Friseurbetrieben und der Wirtschaftskammer vor, dass hier massives Preisdumping betrieben wird. Wir machen heute wieder ein paar Barbershops, weil vorige Woche haben wir schon so eine Runde gemacht und haben schon gesehen, dass es ein hoher Prozentsatz, waren es 50% Verstöße waren in alle Richtungen, keine Arbeitszeitaufzeichnungen, die Registrierkasse falsch oder gar keine. Und ja, ich habe eine gute Risikoanalyse gemacht, das haben wir ja vorher besprochen. Das heißt, ich schätze, wir werden also 5-6 Betriebe, je nachdem, ob wir wo hängen bleiben oder nicht, werden wir machen. Ansonsten glaube ich, die Route ist klar. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Ansonsten kann ich sagen, machen wir. Okay? Wir werden also diese Betriebe, die wir durch Risikoanalyse schon ausgewählt haben, kontaktieren. Wir müssen aber auch, das hat uns die vergangene Kontrolle gezeigt, hier geografisch immer wieder flexibel agieren. Denn eine Kontrolle wirkt sofort wie eine Schallwelle in dieser Community und innerhalb kürzester Zeit sind alle anliegenden Betriebe in der geografischen Nähe gewarnt und dort ist nichts mehr zu holen. Daher werden wir immer wieder einen Bezirkswechsel durchführen, um hier mehr oder weniger die Betriebe nicht in Sicherheit zu wiegen, dass wir nicht mehr kommen. Die Beamten überprüfen die Anmeldung der Mitarbeiter und kontrollieren, ob die Betriebe alle Steuern und Abgaben, die der Gesetzgeber verlangt, auch tatsächlich bezahlen. Ein Beamter wird als Lockvogel in den ersten Betrieb vorausgeschickt. Er kontrolliert, ob bei einem Testkauf die Registrierkasse benutzt wird und wie viele Personen gerade arbeiten. So, was haben wir? 10 Euro. Ich nehmen wollen, jetzt habe ich gesagt, einen Test, dass ich ein bisschen mal umschauen kann. Zwei Leute schneiden und das soll ich mir geben. 10 Euro. Brauchen Sie Rechnung? Ich sage, ja, bitte. Und die QR-Code hast du noch nicht prüft, den müssen wir uns dann anschauen, ne? Ob der passt. Und zwei schneiden gerade. Ja, der Chef, der was bedient hat mit einem und der andere. Ist es rechts am Tisch? Sitzt jemand und wartet? Ah, Frau wartet, ja. Ja, passt, okay. Wir starten. Gehen wir so. Der Lockvogel bleibt zurück, damit die Taktik der Beamten nicht vom Personal direkt an andere Barbershops weitergegeben wird. Bei der Kontrolle eines Betriebes ist es für die Finanzpolizisten immer wichtig, den Chef als Ansprechpartner vor Ort zu haben. Grüß Gott. Sind Sie der Chef? Der Sie sind der Chef? Nein. Wo ist Chef? Der Nächster. Kann man den Chef irgendwie erreichen? Telefonisch? Bitte rufen Sie mal an. Derzeit ist es so, der erste Momentaufnahme, der Chef ist einmal nicht im Geschäft anwesend. Das sind zwei arbeitende Dienstnehmer, worüber ich noch nicht sagen kann, ob die angemeldet sind oder nicht. Ja, Sie rufen jetzt einmal den Chef an, dass der vorbeikommt und dass er uns Rede und Antwort steht zu den Fragen, die sich ergeben. Der Chef wurde von einem Mitarbeiter kontaktiert und ist nun auf dem Weg. Während Sie auf ihn warten, kontrollieren die Beamten die Sozialversicherungsanmeldungen der anwesenden zwei Mitarbeiter. Was haben wir? Wir haben zwei Personen beim Haarschneiden angetroffen, wie man sieht. Ja. Einer davon ist anerkannter Flüchtling und ist geringfügig gemeldet. Der hätte einen Antrag auf... Warte, ja. Ja. Geringfügig gemeldet? Und sonst nichts. Bei dieser Firma oder wo? Bei AMS haben wir nachgefragt, ja. Gibt es keine Leistungen über das AMS. Ja, aber ist er bei dem Betrieb angemeldet? Er ist hier in dem Betrieb mit geringfügig gemeldet. Er hat einen Antrag gestellt auf Mindestsicherung, das ist ihm abgewiesen worden. Weil er der Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen ist. Das ist ganz aktuell, deswegen hat er das bei sich gehabt. Das heißt also, wir wissen jetzt nur, dass er offiziell geringfügig angemeldet ist. Wir wissen noch nicht, wie viel er arbeitet. Wir wissen nicht, wie viel er arbeitet. Wir wissen noch nicht, wovon er lebt. Ja? Das heißt, ob es Arbeitszeitaufzeichnungen gibt oder nicht, können wir nicht sagen. Okay, na gut, dann müssen wir jetzt warten am Chef. Und der zweite hier? Der zweite ist gemeldet, aber nicht bei ihm, sondern bei seinem Bruder. Und der ist heute... Und der Bruder, den kehrt das Geschäft nicht, oder der ist da nicht beteiligt oder irgendwas? Selbst ein Friseurgeschäft, bei dem er beschäftigt und gemeldet ist. Vollzeit? Ja, da ist er noch auf zumindest sieht man kann sich nicht unterscheiden, ob es 20 oder 40 Stunden ist, das sieht man nicht. Aber nicht geringfügig, beim Bruder? Und er ist heute zufällig da, wie soll ich immer sagen, und hilft aus. Und aber da ist er gar nicht angemeldet. Also da haben wir auf jeden Fall einen ASVG-Verstoß, weil er vor Arbeitaufnahme nicht gemeldet wurde. Ob er irgendwas zu befürchten hat oder sein Chef, sein eigentlicher Dienstgeber. Also sein Bruder nicht, sondern der hier. Der Dienstgeber wieder Verwaltungsstrafe nach dem ASVG bekommen. Und jetzt müssen wir halt auf den Chef achten. Müssen wir mal schauen, was für Arbeitszeitaufzeichnungen er vorlegt. Ja. Vielleicht arbeitet er da so viel, dass er gar nicht beim Bruder Teilzeit oder Vollzeit arbeiten kann. Nicht? Die Wiener Finanzpolizei plant eine abendliche Razzia in einem ihnen bereits bekannten illegalen Glücksspiellokal.
Bei einer Vorbesprechung bringt Einsatzleiter Franz den Leiter der Wiener Finanzpolizei, Franz Kurz, auf den neuesten Stand. Da drin ist ein großer Vorraum mit einem Tisch und einer Decke. Neben der Decke ist eine Garderobentür. Also das ist ein Empfangsraum oder was? Ja, da stehen auch Bildschirme, so pro forma halt. Und als was ist das getarnt? Als Internetcafé. Okay. Vorhin stehen die Bildschirme so nach dem Motto, ja, da können Sie Internet surfen. Okay. Um 20 Euro in der Stunde, glaube ich. Okay. Und da gibt es die Garderobentür. Also die Garderobenwand, die schaut, das sieht man nicht am ersten Blick, dass das eine Tür ist. Und dahinter sind dann 10 bis 12 Glücksspielgeräte. Und die werden auch bespielt? Die werden bespielt. Der Kollege hat also schon wieder ein paar Adressen im Visier, wo wir die Vorerhebungen zum Beispiel bei einem ergeben haben, dass hinter einer Glaswand, die als Garderobe dienen soll, tatsächlich verborgen eine Glücksspieleinrichtung, also Glücksspielautomaten, verbotene für illegales Glücksspiel vorhanden sind und dort auch gespielt werden soll. Um kein Aufsehen zu erregen und die Betreiber des Lokals zu überraschen, haben die Beamten um die Ecke geparkt. Mit Unterstützung von Polizei und Wega versuchen sie nun, sich Zutritt in das Lokal zu verschaffen. Glücksspielkontrolle, Finanzpolizei aufwachen. Haben wir das dann aktiv? Wir haben jetzt die Kontrolle angekündigt, ja. Stehen aber wieder drinnen vor versperrter Türe. Also trotz erkennbarer Ankündigung und auch das Schild in die Kamera halten, hat niemand freiwillig geöffnet. Jetzt unser Schlosser öffnet die Tür und die Wega-Kollegen gehen einmal rein und stellen die Sicherheit her. Und die Kollegen von der normalen Polizei werden dann gleich schauen, wann noch Leute drin sind, Identitätsfeststellung etc. Also das ist ein Klassiker, ne? Für den Laien, der da reinkommt, der sieht also nur da diese Internet-Terminals. Das ist nichts anderes für sich, was uns besonders aufregt. Und da haben sie eine Garderobewand. Oftmals hängen da sogar noch Kleidungsstücke, die was die Sache noch etwas transparenter machen. Nur wenn man weiß, wie man es angeht, dann eröffnet sich eine andere Welt. Ne? Wir können jetzt noch nicht reingehen, weil hinten die Sicherheit noch nicht hergestellt ist. Wir wollen nicht wissen, ob die Gaskartuschen aktiv sind oder nicht. Interessant ist die Aussage von dem angetroffenen Herrn, der als Spieler drinnen war. Der sagt, er wollte spielen, hat die Geräte im betriebsbereiten Zustand wahrgenommen. Und wie wir rein sind, ist plötzlich alles dunkel geworden. Die Beamten vermuten eine Videoüberwachung der Räumlichkeiten sowie eine Fernsteuerung der Stromzufuhr der Automaten. Die Geräte wurden aus der Ferne abgeschaltet und fordern nun einen Code, um sie wieder zu aktivieren. Also Geheimtür Nummer 2. Allerdings gibt es keine Geheimnisse dahinter. Momentan noch nicht, keine, die uns interessieren. Das ist mir auch nicht. Aber man sieht auch hier, es ist wieder genau dasselbe. Optisch schaut das aus wie eine Wandverkleidung. Und Sesam, öffne dich. Genau. Man kommt hinein. Das heißt, da wird schon vorbereitet, noch mehr Automaten reinzustellen. Ja, die bereiten es scheint so zu sein, dass da Umbauarbeiten vorbereitet sind, durchgeführt werden. Auch in einem anderen, kleineren Raum haben die Finanzpolizisten illegale Glücksspielgeräte entdeckt. Diese sind mit Reizgaskartuschen gesichert und müssen schnell entschärft werden. Ich mach die Tür zu, ja? Klopft ihr, wenn ihr fertig seid. So, okay. Der Raum ist geschlossen, damit da nichts rauskommt für die anderen Kolleginnen und Kollegen und für die Polizei. Und sobald die dann die entschärft haben, die Gaskartusche, dann werden wir da drin die Automaten versuchen, auch wieder in den Spielmodus zu bringen, weil ihm der anwesende Spieler gesagt hat, wie er gekommen ist und sich zum Spiel niedergesetzt hat, sind die im betriebsbereiten Zustand gewesen und bei Eintreffen der Kontrollorgane wurden plötzlich die Bildschirme dunkel sein, also von irgendwoher, von irgendjemandem runtergefahren worden, vom Strom genommen worden, damit wir den Beweis des illegalen Glücksspiels nicht erbringen können. Da ein Sechser und drüben warten wir noch, bis die sagen sicher. Wir arbeiten jetzt nochmal einen Ausbau. Ne? Letztes Mal waren da 18 drin. 18? Ja, da waren in dem Raum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Geräte drin. Boah. Während die Beamten alles dokumentieren und versuchen, die Spielbarkeit der Automaten wiederherzustellen, konnte die gefährliche Gaskartusche vom Auslöser getrennt werden. Ist schon draußen. Kann man das am Gewicht feststellen, ob die voll ist? Ja, das spürt man also, dass die wirklich noch voll gefüllt ist. Schaut eigentlich harmlos aus. Ja, okay. Also man sieht, es ist notwendig, dass man mit allen Sicherheitsvorkehrungen solche Kontrollen vorantreibt, damit ja nichts passiert. Gut, jetzt können wir versuchen, diese Automaten wieder in den Spielmodus zu bekommen. In der Unterführung am Wiener Hauptbahnhof führen die Finanzpolizisten gemeinsam mit Polizei und AMS eine groß angelegte Taxikontrolle durch.
Der Leiter der Wiener Finanzpolizei nimmt einen jungen Fahrer genau unter die Lupe. Sie sind angestellt bei der Firma. Wie viele Autos besitzen diese Firma? Oder sind Sie der einzige Chauffeur? Nein, ich glaube, das ist mehr als 10 Autos. Mehr als 10 Autos? Ja. Okay. Und wie viel Bargeld haben Sie jetzt bei sich? Seit wann fahren Sie heute? Heute ungefähr 3 Stunden. 3 Stunden, okay. Ja. Dann machen wir jetzt Folgendes. Sie haben ja eine Registrierkasse, nehme ich an. Schon, ja. Machen Sie mir bitte einen Belegausdruck, einen Nullbeleg, ja. Ja, mit Nulllosung. Damit wir sehen, ob die Registrierkasse funktioniert. Gell? Ja. Aber nicht wegfahren. Nicht wegfahren jetzt, gell? Das wäre keine gute Idee. Die Firma heißt? Ah ja. Okay. Na, das ist schnell gegangen. Super. Ja, genau. Bei der Erstkontrolle haben die Beamten einen Steuerrückstand in 5-stelliger Höhe beim Unternehmen des Fahrers festgestellt. Franz Kurz bittet ihn zum Dienstbus, um weitere Fragen zu klären. Der Mann muss nun um sein Auto zittern. Der Kassabeleg ist einmal in Ordnung. Das ergibt unsere Schnellkontrolle. Ja, ja. Warum hat er jetzt noch längere Probleme? Naja, sagen wir mal so. Die Erstkontrolle hat also massive Hinweise darauf ergeben, dass er bei einer Firma beschäftigt ist, die ganz offensichtlich das Steuerzahlen nicht zu ihrer obersten Priorität erklärt hat. Ja? Das müssen wir jetzt abklären einmal. Weil sonst kommt wieder der übliche Prozess. Ne? Dann, ja. Wenn du mir die Papiere, dann kann ich dabei aufschreiben. Bitte darum. Jetzt ist mir klar, warum das so aufpoppt ist. Der schleppt ja das schon eine Zeit lang mit, ne? Ja, aber er hat. Natürlich machen wir da was. Rauchen Sie Ruhe, rauchen Sie können nur 2, 3 rauchen. Ich glaube, das wird noch eine längere Aufenthaltsdauer bei uns. Vielleicht noch ein Taxi. Oje. Das hört sich gar nicht gut an. Wie lange fahren Sie schon bei der Firma? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Und den Gehalt haben Sie immer brav bekommen? Hat es keine Probleme gegeben? Keine Probleme. Ich haben bin Sie sehr zufrieden an meiner Firma, ja. Haben Sie ein Fixgehalt oder fahren Sie auf Provision, auf Umsatzbeteiligung? Ich bin normalerweise Student, das ist mein Nebenjob. Sie sind Student, okay. Ja. Was studieren Sie? Politikwissenschaft, Masterstudium. Okay. Masterstudium? Ja. Brav, brav. Und, das heißt, Sie verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt jetzt faktisch mit der Arbeit? Monatlich 900 Euro, fast 800 Euro, manchmal 500 Euro. Wenn ich das zum Beispiel wichtiger Beruf habe, dann okay, dann müssen Sie lernen. Ja. Wie lange haben Sie noch? Ich habe letzte 3 Prüfungen, vielleicht letztes Semester ist Abschluss. Okay. Was werden Sie dann machen? Haben Sie schon eine Idee? Ich gehe zurück nach Türkei. Echt? Istanbul, ja. Und dieses Studium in Österreich, wird dort anerkannt? Ja, schon. Okay. Mhm. Ja, aber Sie sprechen ja schon so super Deutsch. Ja, ich muss. Naja, das ist aber nicht so selbstverständlich. Ja, deswegen, ich habe Österreich ausgewählt. Ich wollte das eine Sprache lernen. Sie sind wegen Studium und Sprache nach Österreich gekommen? Genau, und die europäische Kultur kennenzulernen. Alles klar. Okay. Deswegen. Okay. Und was ist Ihr persönlicher Eindruck von Ihrem Chef, von Ihrer Firma? Ist das eine gute Firma? Sehr gute Firma. Sind immer dieselben Leute dort oder wechseln die recht häufig? Manchmal, ja. Manche Fahrer ist immer, dass sie wechseln. Ja, kommt da einen Monat oder 2 Monate arbeiten und dann weg. Ist er wieder weg. Aber ich kenne schon über ein Jahr 6, 7 Fahrer. Ist immer fix. Permanent. Ja. Okay. Wenn Sie nicht fahren mit dem Auto, fährt jemand anderer? Oder steht's? Manchmal, das ist Chef nimmt Auto. Manchmal, das ist, ich parke ja zum Firma und ich fahre weg. Okay. Und dann steht das Auto und ob jemand fährt oder nicht, wissen Sie nicht. Ich weiß es nicht. Zurück zur Barbershop-Kontrolle. Hier ist inzwischen der Chef eingetroffen und wird nun von den Finanzpolizisten umfassend befragt. Einer der Friseure vor Ort war nicht bei der Sozialversicherung angemeldet. Franz Kurz interessiert auch, wie es möglich ist, mit so billigen Preisen das Geschäft über Wasser zu halten. Wie viele Beschäftigte, Dienstnehmer haben Sie? Vier. Vier Vollzeit angemeldet oder? Drei ist Teilzeit. Drei Teilzeit, und eine geringfügig. Und eine geringfügig. Haben Sie Arbeitszeitaufzeichnungen? Schreiben Sie auf? Ja. Wo haben Sie die? Zu Hause. Ich lasse alle Dokumente, weil ich komme nicht so oft hier. Ich tue alles vom Telefon machen.
Also die Arbeitszeitaufzeichnungen haben Sie zu Hause, die können Sie uns zur Verfügung stellen? Ja, okay, gut. Jetzt eine allgemeine Frage an Sie. Wir haben das ja festgestellt in letzter Zeit, dass immer mehr Friseurgeschäfte aufmachen, die so um 10, 12 Euro die Preise anbieten. Haben Sie das Gefühl, dass das eine Konkurrenz ist, dass Sie sich die gegenseitig die Kunden wegnehmen oder nicht? Nein, es geht nicht darum, sondern wenn jeder also um 15, 20 Euro hat schneiden können, dann können wir auch schneiden. Also ja, aber wie können Sie von 10 Euro leben? Die Friseurinnen haben gesagt, das geht sich nicht aus, das ist vom Preis her nicht möglich. Wer sagt das? Die Innung, die Kammer. Mehr Kundenlaufschaft, dann geht es sich aus. Also mit 10 Euro pro Mann? 12 verlangen Sie, okay, für einen normalen Haarschnitt. Ohne Waschen und ohne Rasieren, ohne alles, ja. Die Beamten stoßen immer wieder auf geringfügig angemeldete Personen, die in Wirklichkeit Vollzeit arbeiten, das restliche Geld schwarz bekommen und zusätzlich vom AMS Geld beziehen. Arbeitslosenbezieher ist er keiner. Niemand von Ihren Mitarbeitern. Ich habe einen geführt und der kriegt sowieso keine Arbeitslosengeld. Warum? Ich weiß nicht, wie er lebt. Ich weiß nicht. Ja, eben, wie lebt er? Das frage ich mich auch immer. Er lebt bei seinem Bruder. Er zahlt keine Miete, nichts. Was zahlen Sie ihm im Monat? 350, 360. Mit dem muss er leben? Ja. Mit seinem Bruder lebt er, zahlt er gar nichts. Und warum ist er nur geringfügig? Haben Sie nicht genug Arbeit oder was? Ich habe auch Vollzeit gehabt, also arbeite ich. Ja. Und ist er nicht geblieben? Warum? Ja, ich habe mich nicht gut verstanden. Ja. Ach so, Sie haben es. Ja. Okay, nicht weil zu wenig Arbeit war. Nein. Arbeit haben Sie genug? Ja, ich kann auch Vollzeit nehmen, kommen keine. Kommen von einem. Ich habe 100 Mal bei AMS gesagt, angerufen. Sie schicken es keine. Kommen und die wollen nicht. Die wollen nur einen Stempel haben. Stempel haben, ja. Der geringfügig gemeldete Mitarbeiter, der gerade arbeitet, wurde laut dem Chef vor kurzem auf 21 Stunden pro Woche, also Teilzeit, umgemeldet. Das scheint allerdings im System noch nicht auf. Als Beweis legt der Chef einen Lohnzettel des Angestellten vor. Nur weil er einen Lohn kriegt, heißt das nicht, dass er gemeldet wird. Tatsächlich so gemeldet ist, ja. Weil wenn Sie sagen, das ist der Lohnzettel für Juli, dann würde das ja bedeuten, dass er den ganzen Juli schon Teilzeit gearbeitet hat. Und das wären aber dann jetzt schon 4 Wochen und nicht nur eine Woche. Ja, aber es ist nicht drinnen im System. Im System ist er nicht angemeldet als Teilzeit. Da ist er geringfügig gemeldet, heute immer noch. Da stimmt doch was nicht. Sagen Sie ihm, dass das angemerkt wurde und ob er das eh rechtzeitig gemacht hat, dass er die Ummeldung. Und dann sollte er das gleich schicken, die Elterdurchschrift. Ja. Er müsste sie eigentlich auch bekommen haben, nicht? Der Mitarbeiter. Diese Kontrolle ist eine von vielen. Allein im Jahr 2018 hat die Finanzpolizei über 27.000 Betriebe kontrolliert. Franz Kurz telefoniert direkt mit dem Steuerberater des Barbershops. Der Mann versichert, die Änderungsmeldung von geringfügig auf Teilzeit gemacht zu haben. Er sagt, er hat es mit 1. Juli geändert. Danke. Ja. Und er hat auch eine Durchschrift, da wird man die jetzt ins Büro melden und wenn das so ist, dann ist es eh in Ordnung. Ne? Nein, das ist ja noch, wir sind ja noch nicht fertig. Die Arbeitszeitaufzeichnungen, die haben Sie mal nicht da, das ist eine Verwaltungsübertretung. Gell? Da strafen aber nicht wir, das melden wir dem magistratischen Bezirksamt. Was haben das zweite auch schon gesagt von dem anderen, von dem, der gar nicht gemeldet ist, vom Bruder? Der ist mit dem Bruder beschäftigt. Ja, was sagen Sie dazu? Wo ist er denn jetzt? Ist er noch da? Er ist draußen, glaube ich. Ja, ja. Ja, Herr. Ja, aber bei Ihnen ist er nicht gemeldet. Er hat mir im ersten Augenblick selber zu mir gesagt, ich bin nur zur Aushilfe da. An und für sich bin ich bei meinem Bruder gemeldet als Friseur. Er ist sein Bruder und er ist hier also gemeldet, bei 2 Stellen. Weil er musste auch Dings machen, Lohnzettel hoch. Er braucht wegen diesem. Und seit wann Dokumente? Ist er hier gemeldet? Er ist ab heute, Sie können auch Nachbar fragen. Er ist ab heute gemeldet. Ja. Sie wissen, wir vermerken natürlich, wann die Kontrolle war, ja, und wann die Anmeldung stattgefunden hat. Wenn die Kontrolle, also wenn die Anmeldung nach unserer Kontrolle war, ist so ändert das gar nicht. Ändert den nichts an dem Verstoß, gell? Auf den Barbershop-Besitzer kommt eine Strafe wegen der fehlenden Arbeitsaufzeichnungen zu. Ob die Anmeldung des Friseurs heute vor Arbeitsbeginn passiert ist und ob die Änderungsmeldung des zweiten Mannes durchgeführt wurde, kontrollieren die Beamten in der Nachbearbeitung. Wir sind jetzt mit der Kontrolle fertig. Nachdem der Chef eingetroffen ist, haben sich einige Unschärfen oder Unklarheiten, die wir vorher noch hatten, zu seinem Gunsten aufgeklärt. Es müssen noch vom steuerlichen Vertreter einige Unterlagen nachgereicht werden, die also die Angaben, die er einmal gemacht hat und die wir jetzt vorweg einmal zur Kenntnis nehmen, auch belegmäßig beweisen sollen. Eine Kontrolle erfordert ein gewisses Maß an Zeitaufwand, an Aufmerksamkeit durch den Unternehmer, durch die anwesenden Dienstnehmer. Aber wir schauen schon, dass wir das möglichst eingeschränkt in Anspruch nehmen, damit der Betrieb ungestört weitergeht.